Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Videoblog Essbare Natur. Ich bin Martina Merz und nehme euch heute mit auf einen Spaziergang in der Pfalz und ich zeige euch, was ich hier an essbaren Wildkräutern finde. Es ist viel, viel weiter als bei uns in München. Hier ist schon alles grün, ihr seht es hier an dieser Kirsche. Und das ist für mich immer toll, an anderen Standorten zu sein, mit anderen Böden, mit anderem Klima. Und jetzt schauen wir mal, was es hier gibt. Es ist viel, kann ich euch versprechen. Wenn ihr anfangt mit Wildkräuter sammeln, ist ja erstmal die Frage, wo finde ich denn eigentlich überhaupt was? Und wo man eigentlich immer was findet, was die besten Stellen sind, sind die Übergänge. Die Übergänge vom Flachen zum Wald, von Wiese zu Böschung. Und ganz ergiebig sind solche Stellen wie hier, wo es einfach ein paar Bäume gibt, unterschiedliche Bäume, Laubbäume vor allen Dingen. Und da findet ihr unten drunter meist ganz viel. Da fällt das Laub runter und dadurch ist mehr Stickstoff unten im Boden und es ist natürlich auch ein bisschen schattiert. Und da gibt es dann jede Menge zu essen. Hier haben wir zum Beispiel wunderbare frische Brennnessel, die super gut schmeckt. Dann gibt es hier sehr, sehr schönen Sauerampfer, den man richtig toll erkennen kann. Hier unten seht ihr das, der hat so Frackzipfel unten dran. Das ist ganz typisch für den Sauerampfer. Der schmeckt sehr, 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 sehr gut. Der Sauerampfer treibt hier auch schon oben die Blüte hoch. Und der Sauerampfer ist so sauer, weil er diese Oxalsäure enthält. Und wenn er anfängt zu blühen, dann sollte man vom Sauerampfer nicht mehr so viel essen. Hier haben wir nochmal ein Exemplar vom Sauerampfer. Ganz kleine, zarte Blüten, absolut perfekt für einen Salat. Und direkt daneben, richtig toll zu erkennen, das ist der stumpfblättrige Ampfer. Der hat meistens so rote Stellen auch. Und man erkennt ihn vor allen Dingen gut auf der Rückseite, weil man die Struktur von den Blattrippen einfach viel stärker sieht als beim Sauerampfer. Und weil er unten diese Zipfel nicht so ausgeprägt hat. Er hat die schon auch. Die sind oft so nach innen gerollt, dass man sie nicht erkennen kann. Direkt hier daneben ist noch eine wunderschöne Schafgarbe. Schaut mal, was das für schöne, fein gefiederte Blättchen sind. So sehen sie noch gut. Und wenn sie dann mal richtig rausgewachsen sind, so wie hier, werden sie mit der Zeit immer härter, immer härter, immer härter. Und dann merkt ihr schon irgendwie, das geht jetzt hier vielleicht noch ein, zwei Wochen. Wenn die mal die Struktur haben, dass sie ihren Blütenstiel hochschieben, dann schmecken die nicht mehr so gut. Auch das ist eine ganz typische einheimische Wirtspflanze, das ist die Gundelrebe, Gundermann, habt ihr sicherlich schon in anderen Videos von mir gesehen. Das ist eine sehr aromatische Pflanze, wächst oft auch an trockenen Standorten, braucht gar nicht so viel Feuchtigkeit. Hier hat sie jetzt richtig zarte, weiche Blätter und sie hat vor allen Dingen diese wunderschönen lila Blüten, die man ganz toll nehmen kann, um daraus zum Beispiel Frischkäsekügelchen zu machen. Die kann man ganz toll zum Dekorieren nehmen, ihr macht einfach Frischkäsekügelchen und rollt die dann in den Blüten, schmeckt super fein. Hier kommt ein Johanniskraut, das ist allerdings keine Speisepflanze, sondern eine Heilpflanze. Und das hier ist was ganz, 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 ganz Tolles. Das gibt es bei uns in München gar nicht. Ihr habt vielleicht Anfang März mein Video vom Kaiserstuhl gesehen und das ist eine typische Pflanze, die es viel in den Weinbergen gibt. Das ist nämlich wilder Feldsalat. Und der schmeckt köstlich, er macht diese typischen Feldsalatrosetten ganz früh im Frühjahr und jetzt fängt er an zu blühen. Und diese Blüten, so wie sie hier sind, die sind eigentlich fast noch köstlicher. Die kann man ganz wunderbar als Salat essen. Gibt es leider bei uns in München nicht. Ich werde jetzt wirklich mal versuchen, ein paar von den Pflanzen mitzunehmen. Ich habe so eine wilde Stelle im Garten, wo ich einen trockenen Standort habe. Und ich glaube, ich versuche die dort einfach mal auszusäen oder sich aussamen zu lassen. Das ist so eine wahnsinnig gute Salatpflanze. Ganz nussig, überhaupt nicht bitter, einfach nur köstlich. Und schaut mal, hier ist auch was drin, was ich euch noch zeigen will. Das ist nämlich eine Springkresse. Man sieht jetzt die Rosetten fast gar nicht mehr, aber man kann gut erkennen, warum die so heißt. Weil nämlich die Samenkapseln theoretisch springen. Mal gucken, müssen reif sein. Nee, schade, springt nicht gerade eben. Sind sie bei Berührung gesprungen. Ups, jetzt hat man es vielleicht gesehen. Habt ihr es gesehen? Richtig gesprungen. Auch das hier ist was ihr gut erkennen könnt. Das sind die Blütenstände vom Hirtentäschli. Ihr erkennt die daran, dass sie eben diese Samenstände bilden. Und wenn die ein bisschen antrocknen, dann sehen die eben aus wie diese Ledertrinkbeutel von den Hirten aus den griechischen Sagen. Und von dem Hirtentäschel könnt ihr essen die Blütenstände hier oben und die Blätter, die unten rauskommen. Hier, das sind solche Triebe.
Die könnt ihr komplett essen. Und dann haben sie größere Blätter. Die sehen ein bisschen aus wie Löwenzahnblätter. Werden oft auch verwechselt, vor allen Dingen, wenn sie die Rosetten haben und noch keine Blütenstände. Beim Löwenzahn gehen die Zacken nach unten, wie bei den Zähnen vom Löwe. Und beim Hirtentäschel gehen sie so zur Seite oder nach oben. Sehr, sehr guter Frühlingssalat. Ganz neutral im Geschmack. Einfach nicht bitter, nicht herb. Gibt viel Volumen im Salat. Hier ist noch was Schönes. Auch das ist ein toller, milder Volumensalat. Hier ist nämlich eine Vogelmiere dazwischen. Vogelmiere ist ein Stickstoffanzeiger, meistens dort, wo irgendwann mal ein Misthaufen war oder eine Tierweide. Hier ist es jetzt gerade gar nicht so. Die gibt es eigentlich wirklich überall in den Wiesen und an den Waldrändern und an Wegrändern, die Vogelmiere. Die bildet teilweise dichte Kissen, wenn sie als Pionierpflanze auf offenem Boden ist. Oder sie ist so wie hier und da kann man ganz wunderbar die Triebe hier so nehmen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wohlschmeckender, feiner Salat. Schmeckt ein bisschen wie ganz junger Mais, überhaupt nicht bitter. Und es ist eine tolle Pflanze für den Anfang, wenn man eben diese ganzen Bitternoten im Salat noch nicht gewohnt ist. Schmeckt super fein. Auch hier nochmal richtig schöne Triebe vom Hirtentäschel. Wenn ihr anfangt mit Wildkräuter sammeln, würde ich euch empfehlen, mal das Basisvideo anzugucken. Dort erkläre ich euch nicht nur, was ihr für Sachen braucht zum Sammeln, sondern auch, wie ihr am besten sammelt, so dass ihr zu Hause möglichst wenig Arbeit damit habt. Guckt euch das unbedingt an, denn ich habe lang gebraucht, bis es mir gelungen ist, daraus erstens richtig lecker zu kochen und auch so zu sammeln, dass ich nicht zu Hause so viel Arbeit hatte, dass ich total genervt war. Auch das hier ist ein wunderbarer Frühlingssalat. Das ist eine Knoblauchsrauke. Knoblauchsrauke heißt Knoblauchsrauke, ist ein Senfgewächs, weil die Blätter, wenn man sie reibt, einfach ganz leicht nach Knoblauch duften. Ist ein super Salat. Ganz feine, zarte Blätter. Ihr seht es hier schon. Sie sind richtig durchscheinend hellgrün. Die ist am Anfang des Jahres ist eine niedrige Rosette mit fast violettfarbenen Blättern und wird dann im Laufe des Jahres eben so eine hohe Pflanze. Kann bis zu einem Meter, 1,50 Meter hoch werden, teilweise an feuchten Standorten. Und man kann die Blätter und auch hier die ganzen Blütenknospen wunderbar essen. Man kann auch ein ganz tolles Pesto draus machen. Fermentieren kann man sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr wohlschmeckender Frühlingssalat. Wird dann mit der Zeit immer schärfer. Schmeckt so ein bisschen nach Senf, Meerrettich. Ist eben auch so ein Kreuzblütler aus der Familie. Super Salat. Hier seht ihr nochmal richtig viel von der Springkresse. Und jetzt kann man auch hier unten ein bisschen besser die Blätter erkennen. Auch die ist sehr, sehr wohlschmeckend. Schmeckt eben ganz typisch nach Kresse, sie heißt auch wilde Kresse, behaartes Schaumkraut, gleiche Familie wie das Wiesenschaumkraut. Schmeckt richtig, richtig gut. Mag ich sehr gern. Und lauter feine Sachen her. Wirklich eine ergiebige Stelle. Hier zum Beispiel ist auch nochmal so richtig, richtig, richtig tolle Brennnessel. Wunderschöne Pflanze, vor allen Dingen, wenn sie so purpurfarben ist, sieht sie toll aus und man kann die wirklich auch pflücken. Hier sieht man jetzt in dem Licht ganz toll diese Härchen. Das ist das, was brennt. Und wenn man die Blätter ganz fest anpackt, schaut mal hier, da passiert mir überhaupt nichts. Da kann ich so ein Blatt abpflücken und kann es zu einem Päckchen machen. Und durch dieses feste Drücken mache ich die ganzen Härchen ab und dann kann ich es direkt essen. Brennnessel könnt ihr für alles verwenden, wo im Rezept eigentlich Spinat vorgesehen ist. Schmeckt wunderbar, ist deutlich intensiver vom Geschmack, würziger. Ist eine sehr, sehr, sehr gesunde Pflanze mit ganz, ganz vielen Nährstoffen und Wirkstoffen. Und sie schmeckt einfach auch toll und es gibt sie immer ganz viel und man kann wirklich hemmungslos auch ernten. Die Brennnessel ist eine ganz wichtige Pflanze auch in der Fauna für die Tiere. Es gibt 7, 8 Schmetterlinge. Ich blende euch die hier mal ein, die wirklich die Brennnessel brauchen als Futterpflanze für die Raupen, sonst gibt es sie nicht. Der Admiral gehört zum Beispiel dazu. Und deswegen darf die Brennnessel auch in meinem eigenen Garten wachsen, auch wenn sie ein bisschen lästig ist. Von den Brennnesseln könnt ihr auch die Früchte besonders gut essen. Das sind dann so grüne Samenkügelchen. Die sind wirklich ein Superfood, ein einheimisches. Ich sammle die immer im Sommer, im Hochsommer und die kommen bei mir dann aufs Müsli oder auf den Salat oder ich rolle auch Frischkäse drin. Schmeckt richtig gut und ist super gesund. Die Übergänge zwischen Wald und offenem Bereich sind immer besonders reich an Arten. Da findet ihr ganz viele verschiedene Sachen und es liegt einfach auch daran, dass dort noch Regen hinkommt, dass es nicht so trocken ist wie im Wald und dass es aber auch ein bisschen schattiert ist und die Sonne den Boden nicht sofort total austrocknet. Und ihr seht es auch daran, dass der Imker hier seine Stände hat. Auch das ist eigentlich immer ein Zeichen für
eine gute Vielfalt und dass ihr dort was finden könnt. Jetzt waren wir ja die ganze Zeit unten am Boden und jetzt gibt es hier aber auch was, was ihr von den Bäumen essen könnt. Man kann nämlich auch Blätter essen. Das ist ein Spitzahorn und das ist jetzt wirklich eines der besten Blätter, die man essen kann. Die sind ganz zart, man kann die super füllen, man kann die so essen, man kann die fermentieren. So eine Art Sauerkraut kann man daraus machen und die schmecken einfach richtig fein. Ihr könnt sie auch in Salat machen, ähnlich wie Lindenblätter zum Beispiel. Und ich finde einfach die Blätter vom Spitzahorn am besten dafür. Ihr seht schon, die sind ganz zart, ganz weich. Und wenn sie sich gerade so entfaltet haben, dann sind sie wirklich am allerbesten. Hier sieht man am Fuß der Robinie, dass die Brombeeren jetzt richtig austreiben. Und die Austriebe sind jetzt im Frühjahr noch schön zart. Man könnte die jetzt so auch essen. Ich mag sie geschmacklich nicht. Sie sind wirklich sehr, sehr herb. Aber man kann sie ganz wunderbar sammeln für den Tee. Und man kann sie auch fermentieren. Dann schmecken die so ein bisschen wie Grüntee. Aber man kann sie auch einfach so trocknen und sie in den Tee reintun. Das ist ein schönes Volumenkraut auch für ein... Ja, bei uns heißt der immer der Goldtee. Das ist einfach ein gemischter Tee aus dem ganzen Jahr. Und da kommen immer auch Brombeerblätter rein. Hier ist ein richtiges Feld von dieser Sprengkresse. Unglaublich viele. Das ist eine Pionierpflanze, die einfach sofort sich an offenen Stellen von der Erde ansiedelt. Und eben dann, weil die Samen springen, sich super gut verteilt. Auch die Pflanze kennt ihr vielleicht aus meinen anderen Videos schon, das ist der Spitzwegerich. Aber ihr merkt, die Blätter werden jetzt schon wesentlich straffer, senkrechter nach oben und damit auch härter. Was ihr davon essen könnt, sind hier unten die ganz feinen Blättchen. Aber die werden jetzt schon auch ziemlich intensiv. Die schmecken so ein ganz kleines bisschen nach Champignon, wenn ihr die esst. Die kann man immer noch klein schneiden für Smoothies, kann man sie super verwenden. Ihr solltet sie nur, wenn ihr sie in Salat macht, wirklich quer zu den Rippen schneiden. Dann sieht es hier noch deutlicher. Die kriegen dann innen drin, mal schauen, ob man das schon sehen kann. Nee, noch gar nicht. Also sie lassen sich noch leicht heilen. Aber die haben dann richtig wie solche Fäden an diesen Blattrippen, die ihr hier seht. Und die werden dann wirklich sehr hart. Also muss man quer schneiden, dann kann man die aber ganz gut noch in Salat reinmachen. Aber geschmacklich werden sie schon intensiv. Die kriegen dann auch ihre Blütenstände. Das dauert noch ein kleines bisschen. Und auch die kann man essen. Und direkt daneben wächst hier was ich euch gern zeigen würde. Ganz typische, markante Blätter. Und die riechen wunderbar. Und wenn man sie so anschaut, denkt man, ah, die kann man bestimmt gut essen. Kann man aber nicht. Die wurden früher gegessen und vor allen Dingen zum Aromatisieren von Getränken verwendet. Das ist ein Rheinfarn. Wächst gerne an Wegen, an Rheinen. Deswegen heißt er auch so. Und wenn man sich die Blätter anguckt, kann man auch nachvollziehen, warum sie Farn heißen. In alten Büchern stehen die manchmal noch drin als essbar oder als Wirtspflanze. Aber sie sind eben einfach giftig. Und wenn ihr die Blätter davon reibt und dran riecht, die haben einen ganz wunderbaren aromatischen Duft. Ganz, ganz toll. Und dann weiß man auch, warum die verwendet wurden zum Aromatisieren. Hier gibt es nochmal richtig schön die Gundelrebe. Die Gundelrebe ist übrigens ein super, super Gewürz zu Fisch. Man kann die ganz toll einfach diese ganzen Ranken so nehmen, wie sie sind und in den Fisch reinstecken. Ihr wisst ja, dass ich auch angle. Und da ist es einfach ein ganz tolle Wirtspflanze dafür. Kann man auch tolle Rubs mitmachen mit den Samenständen vom Giersch, mit Baldrian und mit Gundelrebe. Schmeckt toll, trocknen, zermahlen, hat man eine tolle Gewürzmischung. Das ist so ähnlich wie Oregano oder Thymian, den ich übrigens hier auch die ganze Zeit suche. Eine Pflanze, die wirklich so dieses tiefe Sonnenaroma hat. Also wirklich eine Würzpflanze, keine Salatpflanze. Man kann die so essen. Aber so richtig gut schmeckt sie ehrlich gesagt nicht. Ich nehme sie im Frühjahr, kommt sie bei mir auch manchmal noch zarte kleine Blättchen frisch ausgetrieben in den Salat rein. Aber ansonsten verwende ich die eigentlich nur als Gewürz. Ja, und ihr merkt schon, uns in München hätte ich jetzt längst schon Löwenzahn gesammelt. Und hier gibt es eben keine Kühe, nicht wie bei uns, wo alles wirklich völlig überdüngt ist. Und das heißt dann einfach auch sehr artenreiche Wiesen und wenig Stickstoff. Und dafür aber wunderschöne Blumen. Die Schlüsselblume, alte Heilpflanze, steht absolut unter Naturschutz. Man darf auch nicht die einzelnen Blüten pflücken. Es gibt andere April-Videos von mir, da sammle ich sie noch. Da habe ich selbst dazugelernt. Ich dachte immer, man darf sie pflücken, aber man darf sie nicht ausgraben. Aber man darf nicht mal die Blüten pflücken. Auch hier noch ein ganz typisches Frühjahrskraut, das Labkraut. In dem Fall ist es das Wiesenlabkraut. Es hat glattere Blätter und die machen so richtige Quirle hier dran. Das kann man jetzt hier richtig gut erkennen.
Die nehme ich auch nur im Frühling, wenn es nicht viel anderes gibt. Ich mag den Geschmack nicht so gerne. Da gibt es jetzt einfach leckerere Sachen. Aber es ist eben auch eine viel verwendete Pflanze, wo es auch viel Volumen gibt. Und was ich hier direkt daneben sehe, was ich sofort gemerkt habe an der Struktur, hier ist Lauch dazwischen. Ich weiß nicht genau, ob es ein Weinberglauch ist oder ein wilder Schnittlauch. Kann ich gar nicht sagen. Aber den könnt ihr verwenden wie Schnittlauch. Das sind runde Stiele. Und bildet dann hier unten eben so eine Zwiebel im Boden. Das ist wirklich toll hier. Wenn ich hier einfach nur so knie, was ich dann alles finde. Hier ist Schafgarbe. So eine Vielfalt hier in der Wiese an unterschiedlichen Strukturen. Das ist toll, wenn ihr anfangt mit dem Sammeln. Kniet euch einfach mal hin und schaut, was ihr an unterschiedlichen Blattformen findet. Hier gibt es behaarte Blätter. Dann gibt es fein gefiederte Blätter. Schaut, was ist eigentlich ähnlich. Also bevor ihr anfangt, essbare Pflanzen zu bestimmen, guckt einfach mal, was es hier gibt. Da ist wieder ein Sauerampfer dazwischen. Das ist wirklich erstmal Auge schulen. Und mit der Zeit sieht man dann immer mehr und bekommt dann auch ein Gefühl dafür, wo man was findet. Auch hier haben wir nochmal einen Lauch. Ihr seht, wie hoch der ist. Das ist wirklich jetzt schon 40 cm. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es ein Weinberglauch ist. Weil ich jetzt hier auch wirklich in der Nähe von Weinbergen sammle. Wichtig, wenn ihr an Weinbergen sammelt, das ist immer sehr verführerisch, weil da sehr viel wächst. Und die Bauern mögen es aber erstens nicht gern, wenn man in ihre Weingärten reingeht und sammelt. Und außerdem kann einfach immer gespritzt worden sein. Ich bin jetzt hier bei Freunden bei einem biodynamischen Weingut. Da weiß ich, was gespritzt wurde und wann gespritzt wurde und weiß auch, dass ich sammeln darf. Aber ansonsten sind es einfach die Weingärten der Weinbauern. Also Finger weg. Auch hier versteckt sich nochmal ein Labkraut dazwischen, in einer viel zarteren Form und Gestalt. Es gibt verschiedenste Labkräuter bei uns. Es gibt das Wiesenlabkraut, das Klettenlabkraut, auch der Waldmeister gehört in diese Familie. Und allen ist eben eigen, dass sie diese Quirle bilden, immer so wie kleine Schirmchen um den Mittelstiel angeordnet sind. Was ihr hier seht, ist irgendeine Art von Senf- oder Rapsgewächs. Und da könnt ihr wirklich hier oben die Spitzen nehmen und könnt die zubereiten, so die obersten 10 cm und könnt die zubereiten wie ganz feinen Brokkoli oder Cimini Rapa aus Italien, was viele vielleicht kennen. Schmeckt genauso und ist ein sehr feines Gemüse. Und das ist auch ein feines Gemüse, das ist nämlich ein Reinkohl. Da könnt ihr die zarten Blätter davon verwenden. Rein heißt immer, dass es Pflanzen sind, die gerne an Wegen wachsen und auch oft den verdichteten Boden mögen. Und gerade der Reinkohl ist sowas, ist ein völlig verkanntes Gemüse, schmeckt im Frühjahr wunderbar zart. Und dann kann man das ganz toll im Salat machen. Und hier daneben gibt es noch was ganz, ganz Schönes. Wilde Stiefmütterchen. Ganz hübsche essbare Blüten, die ihr zur Dekoration nehmen könnt, wenn es genug davon gibt. Und auch das hier ist eine ganz spannende Pflanze. Ich stehe jetzt hier die ganze Zeit an einer Stelle. Hier war der wilde Brokkoli, den ich gerade gesammelt habe. Das ist wirklich unglaublich. Der Boden ist offen. An solchen offenen Stellen findet ihr eben oft Pionierpflanzen oder essbare Pflanzen. Das ist wirklich immer lohnend hier zu sammeln. Gundelrebe hier wieder dazwischen. Und die Pflanze würde ich euch auch gerne zeigen. Die ist, essbar ist sie nicht wirklich. Also es ist ein Beifuß. Beifuß gehört in die Familie der Wermutgewächse. Und als solchen kann man ihn auch verwenden, wenn ihr Schnaps zum Beispiel damit ansetzen wollt. Ich habe im letzten Jahr ganz viel wilden Kräuterschnaps gemacht. Verschiedenste Pflanzen drin und da gehört eben der Beifuß mit rein. Beifuß ist auch ein wichtiges Gewürz, wenn man Gänsebraten macht, dann nimmt man die Blütenstände kurz bevor sie aufgehen, nimmt man als Gewürz damit rein, macht es einfach besser verdaulich, weil es eben auch so krass bitter ist. Deswegen ist es keine wohlschmeckende Gemüsepflanze, sondern wirklich auch wieder so ein ganz intensives Gewürz, was man wirklich gern mögen muss. Hier seht ihr noch einen anderen Wegerich, das ist nämlich der Breitwegerich. Ist genauso zu verwenden wie der Spitzwegerich. Spitzwegerich hat aber intensivere Wirkstoffe, soweit ich weiß. Und man findet ihn auch viel, viel mehr und hat auch zartere Blätter. Also der Breitwegerich wird einfach viel schneller gleich groß und hart. Die größte Sorge beim Wildpflanzensammeln ist bei vielen Leuten ja, dass sie nicht essbar sind, dass sie giftig sind. Und da habt ihr auch recht, es gibt wirklich bei uns tödlich giftige Pflanzen. Und um sicher zu gehen, solltet ihr am Anfang von einer Pflanzenfamilie die Finger lassen. Und das sind nämlich die Doldengewächse.
Es gibt sehr gute essbare Doldengewächse, so wie hier zum Beispiel die wilde Möhre. Aber sie sind super schwer zu bestimmen. Und selbst ich bin da total vorsichtig, ob das wirklich die wilde Möhre ist und ernte sie auch nicht. Ich ernte höchstens mal die Blütenstände. Wenn ich die erkenne, dann kann ich sie bestimmen. Aber lass die Finger davon. Es gibt den Schierling, das ist eine der giftigsten Pflanzen bei uns, die auch in diese Familie reingehören. Und ihr müsst einfach die Finger davon lassen, das ist zu gefährlich. Das ist absolut nichts für den Anfang. Und dann geht ihr her und macht irgendeine App, Flora Incognita zum Beispiel, oder Planta Flora Incognita. Und die sagt dann, ah ja, es ist eine wilde Möhre. Und dann war es aber eben keine wilde Möhre. Diese 5% Nichttreffergenauigkeit, die sind einfach zu riskant. Und deswegen keine Doldengewächse pflücken in den ersten Jahren oder wenn ihr nicht mindestens einen Kurs gemacht habt und die wirklich ganz, ganz, ganz eindeutig erkennt. Auch wenn die App irgendwie behauptet, es sei irgendwas Essbares. Finger weg davon. Hier gibt es jetzt doch tatsächlich auch noch einen Löwenzahn mal. Und vom Löwenzahn könnt ihr alles verwenden. Also die Wurzel könnt ihr nehmen, die Blätter könnt ihr verwenden, die Knospen könnt ihr verwenden. Da habe ich gerade ein ganz schönes Video dazu gemacht. Eine meiner Lieblingsvorspeisen im Frühjahr. Karamellisierte Löwenzahnknospen. Aus den Blüten könnt ihr Sirup machen. Ich habe ein wunderbares Rezept für eine Löwenzahnbutter mit Vanille. Schmeckt super, super gut. Das Video ist vielleicht schon online, müsst ihr mal gucken. Aber was jetzt einfach richtig gut ist im Frühjahr, sind die inneren zarten Blätter. Aber ihr seht schon, die werden jetzt immer straffer, immer straffer. Ich mag sie sehr gerne, ich esse sie auch das ganze Jahr über. Aber gerade wenn ihr anfangt, Löwenzahn ist eben sehr, sehr bitter. Ihr könnt ihn eindeutig erkennen. Und hier sieht man jetzt übrigens auch, was ich vorhin gesagt habe, die Zähne gehen nach unten wie bei einem Löwen. Also das ist hier ganz deutlich zu erkennen, richtig spitz und scharfkantig. Wie gesagt, Löwenzahn schmeckt sehr, sehr gut, ist auch sehr, sehr, sehr gesund. Ein ganz toller Salat, den es bei uns richtig viel gibt. Aber hier gibt es ihn einfach viel weniger als bei uns in München. Hier seht ihr dieses Rapsgewächs nochmal richtig toll. Wilder Brokkoli. Und als solchen kann man ihn verwenden. Ihr könntet jetzt auch hier zum Beispiel die Blätter abmachen, aber die sind schon relativ hart. Nehme ich noch die obersten mit. Oder die Spitzen hier vorne. Den kann man übrigens ganz toll auch fermentieren. Also wenn es denn bei euch viel gibt, die verwildern sich manchmal auch. Von irgendwelchen Feldern. Von den Feldern solltet ihr sie nicht nehmen, weil sie oft dann ganz stark gedüngt worden sind. Aber dann könnt ihr die Blätter richtig toll fermentieren und ein Kimchi daraus machen. Auch dazu gibt es ein Video, schaut mal nach. Das ist was, womit ich gerade richtig viel experimentiere mit dem Fermentieren von Wildkräutern. Super spannend, sehr intensiv, extrem gesund, weil dabei einfach Enzyme entstehen und Vitamine anders aufgeschlossen werden für den Körper. Ganz spannende Geschichte mit nochmal ganz neuen Aromen. Hier gibt es jetzt auch noch mal was Schönes. Es hat ganz weiche, samtige Blätter. Sieht fast ein bisschen aus wie die Blätter vom Hirtentäschel, die ich euch vorhin gezeigt habe. Das ist ein Mohn. Der hat ganz samtig, weiche, zarte Blätter. Und ihr könnt hier innen drin diese kleinen Blätter könnt ihr essen. Ist ein guter Salat auch. Hat einen ganz feinen Geschmack. Und hat im Frühjahr auch schon Rosetten. Bei uns ist er viel, viel kleiner noch. Aber schmeckt richtig gut und auch vom Mohn könnt ihr eigentlich alles essen, auch die Blüten. Da kann man ein ganz feines rotes Gelee draus machen. Super Salat. Der Klatschmohn. Guckt mal, hier ist nochmal ganz viel Springkresse, aber noch viel, viel grüner als oben, wo ich euch das vorhin gezeigt habe. Und hier sieht man auch noch diese tollen grünen Blätter hier unten, die richtig lecker sind, die man ganz toll im Salat jetzt essen kann. Schmecken ganz toll aromatisch nach Kresse. Richtig, richtig fein. Große, dichte Bestände hier. Das sind Verwandte vom Wiesenschaumkraut und so ähnlich sieht es auch aus. Allerdings ist es hier, glaube ich, einfach zu trocken fürs Wiesenschaumkraut. Ich weiß es nicht genau. Ich habe hier noch gar keins gesehen. Bei uns blüht es jetzt bald auf. Und auch das Wiesenschaumkraut könnt ihr essen. Die Blüten, die Knospen, die Blätter, die so ähnlich aussehen wie hier beim der harten Schaumkraut. Richtig fein. Und dazwischen blitzt noch ein Hornkraut raus. Mal hier. Auch das ist essbar. Das gehört in die gleiche Familie wie die Vogelmiere und schmeckt auch ganz ähnlich nach jungem Mais. Hat sehr haarige Blätter, deswegen sollte man wirklich nur die Spitzen davon verwenden. Aber ist auch wirklich eine frühe Pflanze, die man gut essen kann. Das ist jetzt ja auch nochmal was Schönes. Das sind die Blattrosetten von der Nachtkerze. Heißen auch Speckrübe, weil man nämlich die Wurzeln davon essen kann im Winter. Und auch die Blätter kann man essen und man kann vor allen Dingen die Blüten essen.
Die werden dann so sicher einen Meter hoch teilweise. Und das Besondere an der Nachtkerze, warum sie auch Nachtkerze heißt, erst einmal reckt sich die Blüte richtig steil an einem straffen Stiel nach oben. Und die Blüten öffnen sich wirklich vor Sonnenuntergang, blühen die ganze Nacht durch und gehen dann am Vormittag so um 10, halb 11 rum wieder zu. Und die Blüten kann man ganz wunderbar füllen. Hier am Fuß der Mauer gibt es noch mal ein paar schöne Sachen. Hier habt ihr noch mal eine Vogelmiere, bei der man jetzt diese ganz feinen Blütchen auch ganz gut erkennen könnt. Und daneben eine Pflanze, die in vielen Gärten als Unkraut verschrien ist, aber eine mega Speisepflanze ist. Das ist hier nämlich der Giersch. Giersch ist ein Doldengewächs. Das ist das einzige Doldengewächs, was ich euch wirklich zeige, erkläre, weil es wirklich gut zu bestimmen ist. Man erkennt es nämlich an der Zahl 3. 3 mal 3 genau genommen. Der Stiel ist dreieckig. Kann man hier jetzt richtig toll erkennen. Wenn ihr den durch die Hand rollen lasst, dann kantet der so. Dann sind es hier hinten auf der Rückseite. Dann nehme ich aber mal ein anderes Blatt dazu. Auf der Rückseite immer 3 solche Verzweigungen und das vorderste Blatt hat immer 3 Blätter. Ganz oft die seitlichen auch, aber ihr seht schon zum Beispiel hier sind es nur 2 an der Seite. Also 3 mal 3, dreieckiger Stiel. Hinten 3 Äste und das vorderste Blatt hat 3 Blätter. Daran könnt ihr den Giersch erkennen und am besten schmeckt der Giersch, wenn er so aussieht wie hier, wenn er ganz frisch ausgetrieben ist. Hat ein sehr intensives Aroma nach Petersilie und Sellerie, ist die gleiche Familie. Kann man aber verwenden wie Spinat, ist sehr, sehr intensiv. Tolles Gemüse, man kann es das ganze Jahr ernten. Ihr solltet nur darauf achten, wenn ihr den mit nach Hause nehmt und dann putzt, dass ihr auf gar keinen Fall auch nicht irgendwelche Fitzelchen davon und schon gar nicht Wurzelstückchen in euren eigenen Kompost bringt, denn wenn ihr die einmal im Garten habt, werdet ihr den nicht mehr wieder los und die sind so starkwüchsig, ähnlich wie Brennnessel und Löwenzahn, dass die alles andere überlagern. Hier auch die Brennnessel nochmal. Solche Mauern sind super Stellen, um zu sammeln. Das ist total gut. Da ist immer drunter ein Mikroklima. Gerade im Frühjahr suchen wir die Stellen, wo es vielleicht schon ein bisschen wärmer ist. Und dort findet ihr dann einfach schon viel, viel mehr Pflanzen, die ihr essen könnt. Auch hier gibt es jetzt nochmal was Schönes. Das ist eine Malve. Ich weiß nicht genau, was es für eine ist. Die Malve kann man auch essen. Und zwar vor allen Dingen diese frischen Blätter, wenn sie hier unten rauskommen. Die sind gut im Salat, ganz zart, schmecken wunderbar, richtig schön. Es gibt auch die Moschusmalve, die hat ganz unterschiedlich geformte Blätter, die auch sehr, sehr gut sind. Auch ein tolles Salatkraut, kann man ganz vielseitig einsetzen. Sind eben sehr zart und gar nicht bitter. Ich habe euch vorhin schon den Spitzahorn gezeigt und vom Spitzahorn kann man nicht nur die Blätter essen, sondern auch diese wunderschönen Blüten hier drin. Nehmen wir so eine raus. Die schmecken ganz fein und sie sehen super schön aus. Also sind einfach sowas von hübsch. Das ist eine ganz kurze Zeit. Es sind meistens nur ein paar Tage, wo man die sammeln kann. Schmecken ganz fein, haben auch was Herbes mit drin. Aber manchmal auch, je nachdem, wie das Wetter war, ob es sehr warm war und nicht geregnet hat, schmeckt man einfach auch die Süße von den Pollen ganz fein. Kann man auch schön in den Salat nehmen oder zum Dekorieren. Die Ahornblüte. Und hier gibt es jetzt nochmal richtig schönen Löwenzahn. Schaut mal, so durchscheinend sind die Blätter perfekt für einen Salat. Überhaupt noch nicht hart, dünn, fein, zart und saftig aus der Mitte. Bei allen Pflanzen ist es so, dass immer die frisch ausgetriebenen Blätter in der Mitte oder an der Spitze der Pflanzen die zartesten sind, weil sie einfach noch nicht verholzt sind, weil die Pflanze praktisch ihre Zellen noch nicht verhärtet hat, um sich zu stabilisieren. Hier gibt es jetzt auch ganz viele Knospen. Könnt ihr toll verwenden. Richtig fein. Hier ist ganz, 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 ganz viel Reinkohl. Richtig toll. Und hier könnt ihr auch sehen, da könnt ihr wirklich richtig viel von ernten. Und den könnt ihr dann im Wok wie ein Gemüse machen. Ihr seht auch, die haben richtig schöne feste Stiele. Und daneben gibt es noch was. Das ist die Klette. Die Klette, der hat eine Wurzel, die geht teilweise bis 2-3 Meter in den Boden rein. Die Klettenwurzel, auch die kann man essen, richtig als Gemüse. Aber man kann auch die Stiele essen. Allerdings sind die hier jetzt schon so hart, dass ich sie nicht mehr verwenden würde. Bei uns in München, wo es mehr Niederschläge hat als hier in der Pfalz, sind die wesentlich länger und dünner und zarter. Und man kann die dann fast so ein bisschen wie Spargel zubereiten. Hier in der Pfalz ist es viel, 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 viel trockener als bei uns in München. Man sieht es da oben deutlich an den Hängen. Man findet viel, viel weniger als bei uns, weil es so ein wahnsinnig sandiger und auch saurer Boden ist.
Und wo ihr dann suchen müsst, sind so Stellen wie hier, die eigentlich einen Großteil des Tages im Schatten sind und irgendwie ein bisschen feuchter sind. Also ihr kennt es einfach daran, dass da viel grün ist, und dort anfangen zu suchen, was ihr findet. Und das werde ich jetzt hier mal machen. Witzigerweise sind hier ganz viele Schneeglöckchen. Aber ihr seht schon, wenn ihr euch hier bückt, hier ist Vogelmiere. Hier ist auch ganz dicke, große Vogelmiere. Die ist natürlich perfekt für einen Salat. Halt mal in die Sonne hier. Könnt ihr die gut sehen. Ganz viel dazwischen. Hier ist Labkraut, allerdings das Klettenlabkraut, was ich nicht so gerne mag und was auch im Mund unangenehm ist, weil es eben wie eine Klette so ein bisschen festhält. Aber hier sieht man richtig toll diese Quirle, die das macht. Das sieht ja fast aus wie so ein Milchquirl hier, wenn ihr das dreht. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Hier sind Veilchen drin. Allerdings keine Duftveilchen, sondern Hundsveilchen. Die sehen hübsch, könnt ihr als Salat nehmen, aber sie duften eben nicht so fein. Hier haben wir die Purpurtaubnessel. Da wird es noch einiges dazwischen geben. Vor allen Dingen aber viele Hummeln, die ich hier sehe, die überall auf den Taubnesseln auch drauf sind. Hier blüht es im Kirschbaum. Total schön. Und die Hummel da oben freut sich auch. Und die Kirschblüten könnt ihr auch essen, so wie sie sind. Einfach auf den Salat legen oder direkt essen oder in eine Bowle reintun oder in eine Limo. Wenn es Knospen sind, kann man die einlegen. So wie Bärlauchknospen auch. Dazu gibt es ja auch ein Video. So Stellen sind ja eigentlich auch immer super, immer wo Wasser ist. Und in der Pfalz gibt es ganz wenig Wasser, deswegen gehe ich da jetzt auch hin. Und dann sehe ich aber schon, dass da außenrum Spuren sind, Tierspuren. Und ich weiß auch, dass es hier viele, viele, viele Wildschweine gibt. Und deswegen werde ich jetzt hier nicht sammeln. Denn die Gefahr, dass da von den Wildschweinen irgendwelche Haufen rumliegen und man sich irgendeine Krankheit einfängt, ist mir einfach zu groß. Schade. Ich weiß nicht, ob es was gegeben hätte. Ich schaue hier mal, was ich sehe. Aber es ist tatsächlich auch nicht so viel da, muss ich sagen. Nee, gar nicht. Auch keine Kaulquappen, keine Molche. Gibt es da vielleicht Froschleich drin? Nee, auch nicht. Also haben wir nichts verpasst. Ist bei uns echt anders in Bayern, merke ich. Da merkt man einfach, es hat viel, viel mehr Niederschläge. Der Boden ist kalkiger. Hier ist der Boden viel saurer und viel sandiger. Das ist wie ein Sieb, wo das Wasser sofort abfließt. Also deutlicher Unterschied. Immer wieder spannend, wenn man woanders sammelt. Das ist jetzt auch schön. Schaut mal, wenn ihr solche Samenstände seht, wie hier, dann schaut mal auf den Boden. Das ist nämlich die Knoblauchsrauke. Und was ihr jetzt hier seht, ist die kleine Knoblauchsrauke, die ihr dann im nächsten Jahr richtig viel ernten könnt. Oder eben klitzeklein in diesem Jahr. Das ist ein ganz wunderbarer Frühlingssalat, schmeckt ganz fein nach Knoblauch. Ich habe euch die vorhin schon mal blühend gezeigt und das ist jetzt praktisch die Stufe im Jahr davor. Das heißt, es ist eine zweijährige Pflanze. Und jetzt hüpfen wir hier gerade vor Freude am Weg. Das ist ein Suchbild. Schaut mal. Seht ihr da irgendwas? Seht ihr da irgendwas? Seht ihr jetzt irgendwas? Haha, schaut mal. Morcheln, ganz viele. Es ist total geil. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir die hier finden. Ich habe jetzt überall in München meine Stellen schon abgeklappert. Wahnsinn. Man muss echt aufpassen, dass man nicht drauf tritt. Hier sind sie überall. Das wird ein köstliches Abendmahl. Wunderbar. Es gibt verschiedene Morchel, die Spitzmorchel, die Maimorchel. Aber das wird jetzt ein geiles Abendessen. Oh, super, ich freue mich gerade total. So viele, das wird ein köstliches Abendessen. Jetzt waren wir uns sicher, dass es wirklich Morchel sind. Aber es sind zwar Morchelverwandte, aber sie heißen anders. Sie heißen nämlich böhmische Werpel. Die sind einfach ein bisschen hohler im Stiel noch als die Morcheln und sind aber auch essbar. Ist immer gut, trotzdem nochmal nachzuschlagen, auch wenn man sich eigentlich sicher fühlt. Zum Glück gibt es dann Leute wie meine Schwester, die sagt, Martina, das ist keine Morchel, das ist was anderes. Danke, Tonia. Hier gibt es noch was ganz anderes, auch ein Wirtskraut. Das ist nämlich ein Dost. Das ist die einheimische Form vom wilden Oregano. Ganz tolle Wirtspflanze, kann man einfach mit anbraten, trocknen. Schmeckt köstlich, blüht ganz toll, ist eine super Bienenweide, habe ich ganz viele in meinem Garten in München auch und wächst an trockenheißen Standorten. Und schaut mal hier, ein Breitwegerich, der komplett behaart ist. Sie scheint auch eine ganz besondere Sorte zu sein, die ich nicht kenne.
möglicherweise auch geschützt. Wir sind hier auf einer sehr, 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 sehr artenreichen Wiese mit auch den geschützten Schlüsselblumen hier. Also ganz toll. Und jetzt zeige ich euch unser heutiges Festmahl. Es ist wirklich gigantisch. Schaut mal, was wir alles gefunden haben. Das ist Hopfen tatsächlich noch vom Angeln vorgestern. Dann haben wir hier einen ganz schönen Wildkräutersalat, vor allem mit wildem Feldsalat. Dann haben wir hier eine Bärlauchcreme fraiche. Das hier ist das gelbe Senfgewächs, was ich gesammelt habe, irgend so was Rapsartiges. Dann haben wir hier den Reinkohl mit Sesam und Sojasauce und ein bisschen Chili. Hier haben wir zwei verschiedene Pestos, ein frisches Bärlauchpesto und das Bärlauchpesto mit dem Rest vom Bärlauchöl. Hier haben wir einen Salat mit Apfel, Sesam, der Sesam geröstet und dann gemörsert mit den Buchensprösslingen und hier zum Schluss die köstlichen böhmischen Werpel alias Morcheln, ist die gleiche Familie. Und jetzt wird bei uns gegessen, dazu gibt es noch ein bisschen gegrillten Spargel und einen wunderbaren Naturwein. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald. Ciao.